Hallo und herzlich willkommen zu Curse of the Sea Rats Teil 2. Oh, ich habe außersehen mit dem geredet. Ich muss mich daran gewöhnen, dass wenn ich nach oben drücke, dass ich dann die anspreche. Das ist doch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also normalerweise tut man ja auf A oder B mit irgendwelchen Charakteren reden, aber hier, indem man nach oben drückt, das muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen. So, was machen wir? Wir sind hier auf der Karte. 2,53% haben wir schon am Schiffswrackstrand. Und ja, wir sollen die Hexe besiegen. Das dauert natürlich noch ein bisschen, bis wir so weit sind. Wir haben ja erst die ersten Fähigkeiten gefunden. Und wir müssen uns jetzt vorankämpfen. Also wir haben gesehen, dass es in der letzten Folge, dass es da diesen Geist gibt, diesen einen, der uns Fähigkeiten da vermittelt, übergibt. Ah, okay, wir können sogar rutschen. Und haben noch einen Apfel gekriegt. Okay, das ist auf 50 begrenzt, das heißt, wir können da wirklich viel haben. Genau, viel Story haben wir in der letzten Folge gesehen. Wir haben auch gesehen, wir können die Charaktere wechseln. Okay. Was passiert jetzt? Powerful magic in this place. Perhaps you could make use of it. Also ich habe mich jetzt erstmal dazu entschieden, dass wir uns die englische Sprachausgabe zuhören und wir selbstständig durchlesen und ich werde ab und zu ein bisschen zusammenfassen oder drüber sprechen, was sie gesagt haben. Find other ancestral doors to teleport to different locations. Also ich werde es nicht direkt vorlesen, außer ihr wollt was anderes. Finde andere Ahnenportale. Das heißt, wir haben hier jetzt schon Schnellreisepunkte, oder? Sehe ich das richtig? Das finde ich gut. In meinem letzten Let's Play. Oh, okay, ich muss es freischalten. Ich mach's mal. Ja, okay. Okay, aber es macht, glaube ich, Sinn, so viel wie möglich hier freizuschalten. Damit wir Schnellreisefunktionen haben, auch wenn es natürlich dementsprechend jetzt teuer sein wird. Oh, was mir nicht so gefällt auf jeden Fall, dass die Gegner direkt wieder da sind, wenn wir in das Bild wechseln und wieder ins Bild reinkommen. Das finde ich jetzt nicht so cool. Genau, aber was wollte ich sagen? Wir sind natürlich auf der Suche nach der Hexe. Wir können unseren Charakter jederzeit wechseln. Und wir haben Fähigkeiten, die sich auch unterscheiden. Ich würde sagen, wir... Wow, okay, eine Muschel. Ich würde sagen, heute kämpfen wir uns ein bisschen nach vorne und gucken, was es denn so alles gibt. Übrigens, die Fähigkeit lädt sich, also ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, die lädt sich auf, indem ich schlage. Also ihr seht unter meiner Lebensleiste, seht ihr ja dieses Flammensymbol und rechts daneben dieses Sechseck. Ich glaube, da wird es auch irgendwann mehrere Sechsecke geben. Aber wenn ich das jetzt einsetze, ist es weg. Und wenn ich nachher zuschlag, dann lädt sich's wieder auf. Blonde Perücke. Haben wir irgendwie noch einen... Kann ich da irgendwie noch durchgehen? Hallo? Shortcut. Ah, okay, das kann ich zum Shortcut machen. Was mache ich denn mit einer blonden Perücke? Vor allem, wie kann ich dann nachgucken, wo die ist? Gegenstände, Status, was habe ich denn gemacht? Da ist sie. Ich werde die nicht aufsetzen. Das sieht aus wie eine He-Man-Perücke. Eine seltsame Perücke. Es klingt zwar seltsam, aber sie soll die Macht von Grayskull verleihen. Das ist tatsächlich ein He-Man-Dings. Ein He-Man-Easter Egg. Okay, das heißt, ich finde da wahrscheinlich irgendjemand, der wie He-Man sein möchte. Ich glaube ja, dass es hier noch Quests gibt. Okay, tatsächlich, wir können also nach unten durchfallen. Auch interessant zu wissen. Aufleveln, das sind mal Level 3. Kann ich eigentlich die kleinen? Nee, kann ich nicht kaputt machen. So, die Level teilen wir uns ja mit allen anderen Charakteren. Das finde ich auch doch ganz gut, glaube ich, weil irgendwas sollte ja schon zusammen leveln. Sonst müssten wir ja jeden Charakter einzeln und komplett unabhängig voneinander hochziehen. Das wäre doch irgendwie ein bisschen blöd. Ja, aber was ich nicht so cool finde, ist tatsächlich, dass die Gegner direkt wieder da sind. Schmackhaftes Sandwich, es gibt mehr Leben, oder? 150. Sehr gut.
Was, Sir Timothy schon direkt da? Ich dachte, wir finden den ganz am Ende. Sir Timothy ist der Junge, der Sohn von dem, vom Admiral. Wo sind wir denn? Rot. Boah, ich hätte gerne eine Legende. Wir haben echt keine Legende hier, gell? Blau scheint Portal zu sein. Rot scheint vielleicht Gegner zu sein. Oh, und das ist die Hexe, oder? Give me the kid. And maybe I'll let you go. Are you kidding me? Are you really the best blacksmith they could find to come after me? Ja, bin ich noch nicht sicher. Vielleicht ist einer von den anderen besser. This isn't worth my time. Fatso, get rid of them. Bye bye, Rat. Der Fatso, wird das unser erster Boss? Nice. Well, well. Look what? What we've got here. Well, well. Interessant, es sind tatsächlich auch alles Ratten, ob die auch verflucht sind. I've been locked out in that boat for so long that I can't even remember the last time I was at a party. But looks like the party's come to Fatso this time. Shall we dance? Ja, komm Fatso, lass uns tanzen. Sorry, Toadface. You're not my type. I'm gonna hit you so hard, your ears will dance. Die sagen bestimmt alle was anderes, je nachdem, wen man spielt. Fatso! Unser erster Bossgegner. Okay. Okay, da haben wir echt einiges an Zeit, gell? So, jetzt werdet ihr direkt meine Expertise hier sehen. Komm schon. Meine Metroidvania-Bosskampf-Expertise. Mit direkt gefirstried. Jawoll. Kann ich den kontern? Das will ich vielleicht auch mal testen. Testen wir gleich mal, oder? Okay, ne. Vielleicht soll ich solche Experimente auch doch lieber nicht machen. Ja, sollte ich nicht. Boah, ich hatte nichts anderes im Schnellzugriff. Jetzt musste ich echt mein Sandwich direkt essen. So, das war's aber, oder? Direkt. Ach, Fatso. Du Anfänger. Rüpe. Heute ist eh ein schlechter Tag. Wer kennt's nicht? What you do, you pipsqueaks won't be able to stop Flora's plan. We'll meet again. And then I'll show you what real pain. Was krass, muss man gegen den nochmal kämpfen. Das kann ja wohl nett sein. Fassregen. Direkt eine Errungenschaft freigeschaltet. Und unterer goldener Backenzahn. Unterer goldener Backenzahn heißt es, wir kriegen noch mehr? Noch mehr Backenzähne oder Zähne allgemein. Ein vergoldeter unterer Backenzahn, den Fatso bei seiner Flucht fallen ließ. Sicher wird Fatso den ganzen Tag damit verbringen, mit seinen eigenen Zähnen zu essen. Das wäre natürlich schon interessant, gell? Ah, okay, so weisen wir auch die Shortcuts zu. Ja, okay. Habe ich das jetzt auf B gemacht? Ja. Muschelfelsen, aha. Direkt neues Gebiet, oder was? Ich habe auch tatsächlich keine Ahnung, wie lange das Spiel gehen wird. Haben wir da nur eine Karte für alles? 8%. Ich frage mich, ob das dann schon das komplette Spiel ist. Ich finde, es sieht ein bisschen hakelig manchmal aus, wie die kämpfen. Also die Schläge einzeln sind ziemlich hakelig. Das sieht aus, als würde es explodieren, finde ich. Ja. Natürlich, das sieht man direkt. Das sieht man direkt. Wir haben schon fast 1000 von diesen Münzen. Und diese Upgrades waren doch gar nicht so teuer, oder? Jawohl, Level Up, sehr schön. Krass, Wandsprünge.
kannst einen Wandsprung an mehreren Wänden ausführen, um höher gelegene Zonen zu erreichen. Ich glaube, wir gehen erstmal nach links. Ich glaube, nach rechts geht es bestimmt weiter. Wobei, sicher bin ich mir nicht. Wisst ihr, was ich gerne hätte? So eine Rolle hätte ich gern. Dass wir durch den Gegner durchdodgen können. Vielleicht kriegt man das auch noch. Boah, die sind richtig fies. Die Frage ist, wenn wir zum nächsten Auflevelpunkt gehen. Boah, das tat weh. Was? Das trifft mich. Wenn mich nochmal eins trifft, bin ich tot. Gell? Ich muss direkt aufpassen. Vor allem muss ich dann einen Boss nochmal machen. Das kann halt schon sein. Wechseln wir den Charakter dann mal? Probieren wir was anderes aus? Oder spielen wir mit dem hier weiter? Ist das jetzt nur ein Portal? Ich meine, wir schalten es frei und jetzt gehen wir zurück und gehen mal zu dem Grünen. Da können wir uns nämlich aufleveln, da können wir uns heilen. Speichern auch. Fast tot. Oh. Das war knapp. Das war knapp. So, jetzt gucken wir mal, was wir denn hier haben. Was es denn hier für Möglichkeiten gibt. Heil mich bitte. Und dann spielen wir vielleicht auch mal einen anderen Helden. Was können wir denn hier? Dein Angriff um 5%. Kritische Trefferchance. Das heißt, die sechseckigen sind alles passive Fähigkeiten. Sieht das richtig? 30% mehr Schaden gegen parierte Gegner. Das ist aber auch eine passive. Du drehst dich und fügst den umstehenden Gegnern Schaden zu. Klingt alles eigentlich nicht so gut, oder? Aber das auch. Wenn dein Gegner mit magischer Fähigkeit tötest, erhältst du 100% Energie zurück. Das finde ich ziemlich cool. Das könnten wir uns auch leisten, die beiden Sachen. Aber dann müssen wir ihn weiterspielen. Das machen wir, oder? Das heißt, wir müssen gucken, jetzt einen damit zu finishen. Können wir gleich mal testen. Das heißt, wir setzen es nicht am Anfang ein, sondern am Ende jetzt. Reicht das schon? Jetzt reicht's. Ja, direkt wieder ready. Sehr schön. Ja, klar, wie es einfach vorbeifliegt. So, und jetzt wieder rüber. Die Frage ist, gehe ich jetzt einfach weiter nach rechts? Ich glaube schon, Fischerhöhle. Aber wie viele Bereiche hatten wir hier schon? Fischerhöhle? Das sieht man auch gar nicht, gell? Normalerweise schon so einem Metroidvania muss man sich ewig durch irgendwelche Bereiche durchkämpfen, bis man dann zum nächsten kämpft, kommt. Wenn ihr euch an Soldiers erinnert, wenn ihr dazu geguckt habt, da gab es ja echt häufig solche riesige Bereiche. Vielleicht ist das hier anders. Mal gucken. Vielleicht ist auch das Spiel nicht so lang. Auch mal gucken. Schießt. Kann ich das blocken? Nice. Ich hätte gerne auch so Luftdash. Das habe ich nicht. Das finde ich blöd. Ich frage mich, ob ich tatsächlich hierher laufen hätte sollen. Ob ich so weit hätte gehen sollen. Oder ob ich lieber noch den anderen Bereich mir anschauen soll. Du erhältst fliegende Ratteschlüssel. Steht da irgendwas dabei? Ein rostiger Kupferschlüssel, der aussieht, als könnte er das Schloss von Vlad dem Pfähler öffnen. Dieser Schlüssel schließt aber nur die Tür zu einer Höhle voller Fledermäuse auf, oder? Oder? Wer weiß. Ich hoffe, dass es da solche Fähigkeiten wie Doppelsprung später noch gibt. Jetzt doch nochmal zurück.
Ja, dass der auch wieder direkt da ist. Ich finde es okay, wenn man irgendwie aus dem Level rausgeht, dass dann die Gegner wieder da sind, wieder spawnen. Alter. Oh, shit. Schalt mit einem Schlag auch besiege, aber wow. Ich bin halt auch sowas von besiegt gleich. Das Level habe ich genau das, was ich brauche. Ich glaube, ich muss nachher auch mal zu dem Shop-Kerl. Zum, wie hieß er? Waldo. Nee, Walter, aber... Zu dem muss ich, glaube ich, nachher auch mal und Heiltränke einkaufen. Wobei, will ich das wirklich dafür einsetzen? Ups. So, Shortcut. Aber wir gucken erstmal den linken Bereich an, oder? Da gab's. Ja, hätten wir sogar noch runter können. Und hier links hätten wir auch nochmal runter können. Das finde ich gut, dass es dran steht, dass wir das sehen auf der Karte. In welche Bereiche wir noch gehen können. $881, schon ordentlich Geld. Das ist schon ordentlich Kohle. Okay, also viele Wege gibt es auf jeden Fall schon. Metroidvania typisch. Wobei wir noch nicht an einen Punkt gekommen sind, wo es nicht weiterging. Ist das auch wieder ein Portal? Einfach Portal? Ah, nee. Das ist Fähigkeiten verbessern. Okay, das ist grün. Also, wenn wir die Fähigkeiten verbessern wollen, ist das grün. Wir haben halt genau 750. Kritische Trefferchance, kritischer Schaden. Das sind halt alles nur so klassische Sachen, oder? Ich weiß nicht. Irgendwie holt mich das nicht so mega ab. Meine ich natürlich gut, Crit-Chance zu haben, aber... Ich hätte eigentlich mehr auf irgendwelche coolen Fähigkeiten gehofft. Ich meine, das wird bestimmt noch kommen. Das wird noch bestimmt kommen im Laufe des Abenteuers oder so. Gerade Doppelsprung oder so ist ja was, was wir wahrscheinlich für alle Charakterklassen freischalten. Oder der Dash in der Luft, das ist ja auch immer so ein Klassiker. So, ich will, glaube ich, noch mal kurz zurückgehen. Da gab es nämlich noch einen Weg. Und dann gehe ich, glaube ich, sogar mit einem... Oder gehe ich dann mit einem Teleporter vor? Ich weiß nicht. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wo der Weg uns hinführt. Bin ich so eigentlich schneller, wenn ich so laufe? Nach unten und dann wie so eine Ratte sich fortbewegt. Genau das. Da muss ich die Augen offen halten. Okay. Hier ist gar nichts. Interessant. Hier geht's rechts weiter. Ich muss halt echt vorsichtig sein. Ich darf nicht zu viel draufhauen. Ich muss auch gleich wieder gucken, dass ich wegkomme. Eine Tasse Tee. Wollte irgendjemand eine Tasse Tee? Oh. 100 EP stellt es wieder her. Okay. Mach dir keine Mühe mit Teeblättern. Welchen Keks du zum Tee isst, verrät alles Wissenswerte über dich. Also EP ist, glaube ich, einfach... Oder ist das das Mana eigentlich schon, gell? Warte, ich wollte gucken, gehe ich... Ist besser zum Portal zu gehen als irgendwo anders hin. Oder gehe ich nochmal zum Shop? Ich meine, ich habe viel Geld. Vielleicht wären so ein paar Heiltränke gar nicht schlecht. Vielleicht wären so ein paar Heiltränke gar nicht schlecht. Da muss ich auf jeden Fall unten rum. Da kam ich nicht hin, ja, nee. Ah doch, ich hätte komplett oben rumlaufen können. So. Hieß er Robin? Nee, wie hieß er denn? Roland, oder? Nicht. Ich habe schon wieder vergessen, wie er hieß. Robert hieß er. Hallo, Robert. Would you like to buy something?
Ah, stimmt, das. Dann komme ich zum Laden zurück. Aber für 1500. Wackelige Lampe. Das brauchen wir, um in irgendwelchen dunklen Bereich zu kommen. Wollknäuel? Ich weiß nicht. Sollen wir mal so ein einfaches kaufen? Einfachen Wollknäuel? Ich kaufe auf jeden Fall ein paar Tränke. Was? Ich kann nur 3 Tränke kaufen. Du kannst nicht noch mehr Heiltränke tragen, das ist ja fies. Ich nehme mal noch eine Wolle. Steht da dran, was das kann? Krass, Äpfel können wir 50 haben, Heiltränke halt einfach nur 3. Wow. Da steht nichts, oder? Ein raues Knäuel von dem Robert behauptet, es wäre Wolle. Das Tier, von dem es stammt, kann nicht lange gelebt haben. Wenn ich hier rüber käme, das wäre doch ganz cool. Deswegen glaube ich, gerade solche kleinen Abgründe, da kommen wir halt viel besser drüber, wenn wir einfach noch einfach einen Doppelsprung haben oder so einen Dash. Doch, der Upgrade, also diesen Upgrade-Punkt, den wir da ausgegeben haben. Oh, diese Bomben, hör mal auf. Ich sterbe einfach. Ich geh nochmal zurück zum Heilen. Diesen Upgrade-Punkt, den ich gekauft habe, der ist echt gut. Der lohnt sich wirklich. Das heißt aber, die große Krabbe ist wieder da. So, dieses Mal treffe ich sie aber. Vielleicht sollte ich sie einfach direkt abschießen. Hey. 105, das war ein Crit tatsächlich. Das gewusst. Hätte ich das gewusst. Gibt es noch irgendwo einen Bereich? Wir könnten gleich nach unten gehen, gell? Aber ich glaube, nach rechts geht es auf jeden Fall weiter. Also hier und dann runter. Und dann nochmal runter. Höhle der fliegenden Ratte. Warte, das war das, wo wir den Schlüssel brauchen, oder? Wow. Da gab auf jeden Fall viel Zeug. Ich glaube, wir sind hier... Kann es sein, dass wir hier in einem Bereich sind, wo wir noch nicht hin sollen? Kann ich den irgendwie ziehen? Ich glaube, wir sind hier in einem Bereich, wo wir noch nicht hin sollten. Aua, hallo? Ich mach dem gar nichts. Ich muss von der anderen Seite, oder? Ich kann dem gar nichts machen, okay. Tschüss. Du erhältst einen Apfel. Was sind das da hinten? Sind das Larven oder so? Das sind im Gelben, in diesen gelben... Eiern oder was das ist. Ich glaube, ich gehe da nicht weiter. Ich meine, wenn ein Gegner kommt, den du nicht besiegen kannst, ist das häufig ein Zeichen dafür, dass du da noch nicht weiter solltest. Schaden machen wir echt nicht viel, gell? Sollten fast gucken, dass wir da bald ein bisschen mehr haben. Oh, eine große Brücke. Eine rote. Oder fighten wir das? Ich weiß nicht. Wir fighten's. Komm. Aber hier, rot heißt auf jeden Fall Boss, glaube ich. Wait, what's going on? Oder die Brücke bricht. Oh oh. Wakio. Wakio. Wakio, der Grabber Waki. Was? But his actions speak for himself. The King Clapper. I am King Clapper, the great and mighty King of Crabs. And thanks to the great and kind Flora,
we are now greater and mightier than ever. The mere thought of the treasures which Flower will bless us with, as thanks for destroying you, makes my claws tingle. Bringt meine Scheren zum Kribbeln. Sehr höflich natürlich. Don't be weird, little crabman. Don't you know that worldly possessions are a spiritual burden? Better give them to me. I'll dispose of your treasures safely. Don't make me laugh. Das wird unsere bisher einfachste Schatzjagd. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, aber krass, dass wir direkt wieder gegen Boss kämpfen. Grabba-Wacki. Ich glaube, hier geht es darum, die Range die ganze Zeit zu bekommen, oder? Habe ich eine Möglichkeit, da unten durchzudodgen? Ich glaube nicht. Boah, ich habe so das Gefühl, mir fehlen voll die Möglichkeiten, gegen den zu kämpfen. Ja, so können wir dodgen. Okay, krass. Ah, wenn er das macht, dann kann er kurz nichts mehr machen. Lauf! Ich habe so das Gefühl, wir sind da noch nicht bereit dafür. Ja, du könntest echt scheiße, oder? Wie sollen wir da durchkommen? Gar nicht. Was macht er jetzt? Noch ein Apfel. Noch ein Apfel. Ich habe nichts mehr. Ich bin tot, hä? Ich bin wahrscheinlich tot. Ja. Du bist gestorben. Ich glaube, wir sind noch nicht stark genug für den. Ich hoffe jetzt, ich habe das... Hast du mal dran gedacht, nicht zu versagen? Hallo, das ist mein erster Tod. Wollt mich verarschen? Und es fehlt mir alles. Nein. Nein. Und wenn, wahrscheinlich, wenn ich rausgehe, oder was passiert jetzt, wenn ich rausgehe? Hat es dann von selber gespeichert? Lass uns das mal anschauen. Ich jetzt ins Hauptmenü gehe und wieder reingehe. Okay, wow. Boah, das ist richtig hart. Oh, das ist richtig hart. Das heißt, wenn wir beim Boss sterben, ist alle Ausrüstung, die wir benutzt haben, Tränke, die wir getrunken haben, sind weg. Also es ist nicht der Speicherpunkt vorm Boss dann sozusagen, sondern es ist dann einfach weg. Boah, das ist hart. Das ist wirklich hart. Otto, wir haben doch alle Upgrades und alle Sachen, die wir gesammelt haben, haben wir schon. Ja. Da steht sogar, wo wir gestorben sind. Oh, das ist ja richtig gemein. Und wir kommen nirgends weiter. Guck mal, wir kommen hier gar nicht weiter. Das heißt, wir müssen gegen den kämpfen, oder was? Oder habe ich das nur noch nicht gesehen? Ne, wir werden da oben. Wir werden uns das da oben anschauen. Wo bin ich denn? Das heißt, ich muss nochmal zum Laden zurück vom Robert. Ich muss nochmal Heiltränke kaufen und dann gucken wir und hoffen wir, dass es hier oben weitergeht. Weil wenn nicht, haben wir ein ziemliches Problem. Dann müssen wir mit 3 Heiltränken diese Krabbe hier besiegen. Und ich glaube, dafür braucht man einen anderen Charakter. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber da fühlt sich unser Charakter auf jeden Fall nicht gut genug an. Werden wir sehen. Aber hey, den ersten Boss haben wir mit dem ersten Try besiegt. Keine 2 Versuche gebraucht. Das heißt, beim zweiten Boss brauchen wir hoffentlich nur 2 Versuche. Aber das werden wir morgen sehen. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht's gut. Haut rein und tschüss.